Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zombie-Schnitzelfreunde. Wir haben beim letzten Mal einen Pumpkin bekommen und dann wollen wir doch heute mal... Ja, heute mal gucken, wie wir den eingesetzt bekommen. Und es ist alles dabei. Und wer bist du? Ein Pogo-Zombie? Okay, keine Panik. Wir brauchen unsere Sunshrooms. Die kleinen Puffshrooms nehmen wir mit. Was haben wir denn im Wasser? Wir haben einen Ducky-Zombie. Ich nehme mal die Tentakelpflanze mit. Wir nehmen den kleinen Sea-Shroom mit. Wir haben Nebel. Nebel des Grauens. Wir nehmen die Lampe mit. Und ich könnte mir denken, für den Pogo-Zombie werden wir eine Tollnut mitnehmen. Das scheint mir ganz günstig. Die können wir versuchen zu verstärken mit dem Pumpkin. Alter, und ich habe noch gar nichts zum Schießen, ne? Aber noch überhaupt nichts Richtiges zum Schießen. Aber sowas von gar nichts zum Schießen. Können wir hier mit diesen Scaredy-Shrooms arbeiten vielleicht? Macht das Sinn? Ich bin mir hier nicht sicher mit denen hier. Wollen wir es mal versuchen? Oder lieber den Foomshroom? Foomshroom. Ich weiß es nicht. Komm. Foomshroom Power. Let's rock. Oh, nee. Hier, das zieht immer weiter nach vorne. Das ist doch... Wo mache ich dich denn mal hin hier? Leute. Das wird harter Tobak hier, das weiß ich doch jetzt schon. Diese Pogo-Zombies, sie sind total fies und gemein. Und jetzt kommt da schon irgendwo einer hier. Ich habe keine Ahnung, wo. Wo kommst denn du? Pff, ich setz mal da hin. Ich sehe gar nichts. Oh oh. Ah, da. Pop, jawohl. Plop. Ich höre es genau. Unser kleiner Shroom arbeitet schon. Tentakelpflanze vielleicht schon mal hier hin? Na. Und da liegt er. Ich sehe es ganz genau. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier... Und da ploppt doch schon wieder irgendwo einer. Wo denn? Ach. Ah, da, er ploppt. Der kleine Shroom tut seine Arbeit. So, da packen wir einen hin. Hier noch eine Sonne. Und dann wird es irgendwie... Es wird langsam Zeit. Ah! Da habt ihr gesehen eben. Da waren seine Augen. Ich habe seine Googies gesehen durch den Nebel. Mir passt das hier nicht. Da kommt jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Lampe. Okay. Und wenn wir hier gleich einen vorsetzen... Okay, jetzt sehen wir doch schon mal ein bisschen was. Immerhin. Oh, da kommt schon der erste mit Hut. Das ist nicht gut. Und das reimt sich. Nimm mal die Sonne hier mit, um Gottes Willen. Lass nicht immer alles liegen. Oh, ja. Hier, friss das, bösartiger Zombie-Mann. Komm, du schaffst es, kleiner Schlum. Oh, danke schön. Dankeschön. Okay, dann werden wir hier. Ach du nein! Alter, warum kommt der denn schon? Nein, was mache ich denn jetzt? Oh nein. Wieso kommt der denn so früh? Oh, what the fuck? Ey. Das ist ja voll fies. Mano. So, hier machen wir mal schon mal Schutz jetzt hin. Das passt mir gerade ganz gut da oben. So, hier kommen Tentakelpflanzen hin. Oh Mensch, ey. Hörst du wohl mal auf da mit deinem Geknusper? So, hier unten mal noch verstärken. Hier ins Wasser. Sonne einsammeln. Nicht vergessen. Ach, und wir brauchen jetzt unbedingt unsere Tollnuts. Was ist denn hier unten los? Ach, das war... Obwohl, die schaffen das. Dann können wir nämlich hier oben die Tollnuts setzen. Okay.
Und jetzt kommt die erste Welle. Das ist, passt mir aber. Das passt mir ja richtig hier, hä? Dann werden wir mal den Pumpkin nehmen und versuchen, unsere Lampe hier schon mal zu schützen. Oh nein! Schafft er das? Nö. Glaube ich auch nicht, ne? Doch! Yeah! Foom Shroom Power! Yes, baby! Perfekt! Dann brauchen wir jetzt ein bisschen... So, da ist die nächste Tollnut fertig. Perfekt. Hier müssen wir unbedingt im Wasser nachsetzen. Nicht das Wasser vergessen. Das wäre fatal. Puh. Ach Gott! Guck doch mal! Ach, Schwein gehabt! Das war's schon. Was kriegen wir denn jetzt? Das sieht aus wie ein kleiner Magnet. Was haben wir da? Magnetstrom, jawohl. Removes helmets and other metal objects from zombies. Other metal objects? Was denn noch alles? Was wollt ihr alle von mir? Verdammt. Okay. Sonne. Erste Geschütze. Dann brauchen wir... Was haben wir denn hier im Wasser? Ich habe ein bisschen Panik im Wasser. Ich habe im Wasser ein bisschen Panik. Aber wir können das nochmal versuchen. Nur mit den Tentakelpflanzen und den Sea Shroom. Ich hätte schon ganz gerne... Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Magnetpilz. Und ich glaube, der holt nämlich auch den Pogo-Stick hier weg. Da ist noch ein Ballon-Zombie. Da würde ich ja schon ganz gerne den Koktus mitnehmen. Ja. Wir haben Nebel, die Lampe. Und ich bräuchte noch irgendwas Effektives zum Schießen. Obwohl wir auch mit dem Kaktus arbeiten könnten. Ich weiß nicht, ob das reicht. Was könnten wir denn noch mitnehmen? Wir haben überhaupt keine Nüsschen. Wir haben nichts zur Verteidigung. Ach Gott, das ist ja doof. Oh, ich brauche unbedingt den nächsten freien Slot hier oben. Was nehme ich denn jetzt noch mit? Was nehme ich dann jetzt noch mit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendjemand eine Idee gerade mal? Die Walnut vielleicht? Dann haben wir, was zum Schießen. Ja. Let's rock. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ich habe gerade keine andere gescheite Idee so richtig hier. Weil wir einfach nicht genug Slots haben. Aber der nächste kostet 20.000 und da sind wir irgendwie noch echt weit von entfernt, fürchte ich. Heieiei, werden wir unser Zuhause vor den Zombie-Horden sichern können? Ja oder nein? Wir werden es jetzt sehen. So, fangen wir mal hier... Wasser auch an. Komm, kleiner Puffshroom. Irgendwo wird jetzt gleich losgepüppt. Jawohl, wo ist es da oben? Ach, da, wo er aus dem Nebel rauslugt. Der kleine Arsch. So, du kommst mal hier hin. Und da noch eine Sonne. Sonne. Ich werde hier Licht machen. Ich werde jetzt schon Licht machen hier auf jeden Fall. Weil das stinkt mir. Dass ich die bösartigen Gesellen nicht sehen kann. Okay, jetzt wird da unten geballert. Ach, ich war falsch. Ich war in der falschen Lane. Mach ihn um, kleiner Puffshroom. Es tut mir leid, du kriegst gleich einen Kumpel dazu. Hier, da hast du Verstärkung. Jawohl. Da liegt er um. Was brauchen wir denn für den Magneten? 100 Sonne. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Du kommst mal dahin. 100 Sonne. Ich würde ganz gern schon relativ früh jetzt einsetzen. Wir haben ja eben gesehen, wie schnell der Pogo-Zombie hier um die Ecke kam. Nee. Fand ich jetzt nicht ganz so lustig. Muss ich mal so erwähnen. So. Brains. Hier, komm. Nimm den. Hier im Wasser nochmal einsetzen. Ein Tentakulus. Nein, jetzt habe ich die Sonne verpasst. Ah, ist ja blöd.
Ist ja doof. Nee, da kann ich gerade noch nicht sitzen. Okay. Geh mal da ins Wasser, mein Freund. Prinz. 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 Huhuhuhuhu. Oh ja, das könnte echt... Leute, das könnte hart werden hier. Nein, da ist noch kein Platz. Okay. Oh, oh. Da ist einer ins Wasser geplumpst. Ich werde mal hier auspflanzen. Ich will hier was sehen. Aha. Aha. Habe ich es mir doch gedacht, dass da einer angejampert kommt. So, jetzt müssen wir mal langsam gucken. Ich möchte nämlich jetzt ganz gerne... Okay, du kommst hier hin. Mach den mal um da. Das sieht mir doch wie ein Plan aus schon mal. Hier kommt noch einer hin. Ich hoffe, die schaffen das hier. Unsere kleinen Kaktusse. Die Kaktussen. Kaktussen for the win. Hier werden wir eine Wollnaht setzen, zur Sicherheit. Ach, die hätte ich vielleicht auch erstmal. Nee, ist egal. Ist egal, jetzt habe ich sie gepflanzt. Dann werden wir hier. Da kommst du da hin. So, nächster Kaktus fertig. Ich hoffe, das war kein Fehler, den da oben hinzusetzen. Wir kriegen da jetzt bestimmt gleich einen Ballon-Zombie, ne, war? Könnte ich doch gerade wetten. Ja, mir fehlt da unten was zum Schießen. Kann ich mal ein bisschen mehr Sonne bekommen, Jungs, hier? Dass ich nochmal einen Kaktus bitte... Oh Gott, das war aber... Danke, kleiner Puffschroom. Oh Gott, die arme Nuss. Ah, nein, 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 nein. Da kommen sie. Hier schon mal Platz machen. Dabei fällt mir gerade auf, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn die Balloonshrooms übers Wasser kommen, ich habe überhaupt kein Lilipad gesetzt. Aber seht ihr, wie er hier gerade den Kokosstick angezogen hat? Das ist sehr cool. Ich habe kein Lilipad fürs Wasser, damit wir einen Kaktus stellen können. Das ist nicht... Nein, ich wollte die Nuss. Gibst du mir mal die Nuss? Vielen Dank. Das ist natürlich ausgesprochen uncool gewesen. Habe ich nichts nachgedacht. Blöd. Gut. Vielleicht kommt ja kein... Aber ich hab keine Hoffnung, ihr Lieben. Da kommt mit Sicherheit einer durch die Luft übers Wasser. Könnte ich doch gerade wetten. Okay, der kommt von da. Der ist gleich runter. Huhuhu. Gut, 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 gut. Keine Panik, keine Panik, kann ich da nur sagen. Wo könnten wir nochmal hier? Hier nochmal aufrüsten. Ich versuche mein Bestes und habe Hoffnung, dass kein Ballon über das Wasser kommt. Dann rüsten wir da unten auf. Oh, nee, da kommt schon... Verdammt, och, jetzt kommt er übers Wasser. Och, nee. Ach ne, ach ja doof, warum, hier, nein, scheiße. Geh weg da oben, ich mag die nicht. Ach, das ärgert mich doch schon wieder. Ach, habe ich nicht dran gedacht, dass die auch übers Wasser fliegen, natürlich. Okay. Haben wir aber wenigstens mal hier diesen Poolreiniger im Einsatz gesehen. Was ist denn hier eigentlich los da unten an der Stelle? Ich bräuchte da mal ein Nüsschen. Wartet mal. Okay, der Helm ist weg. Der Helm ist gefallen. Kann sich nur... Weg ist er. Wunderbar. Dann packen wir mal da vorne einen hin. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch einer hier über die Lane im Wasser kommt. Das wäre doof, echt. So, da steht eine Nuss, die ist schon wieder ganz angeknabbelt da oben. Hier machen wir den. Okay, jetzt kommt er da unten, Batz, das war's mit ihm. Und voll die Pfeile in die Fresse. Ach, das waren gleich zwei hier, okay. Okay. Ach ja, ja, jetzt kommt er hier auf der Lane. Ach Gott, das will mir aber auch alles gar nicht so richtig gefallen hier gerade. Oh ja, wir pflanzen mal hier nach, ne? Das können wir ja mal hier machen. Mir vor die Armada-Kakteen stehen. Ja, aber ich habe ja meinen Pool links noch. Aber da kommt bestimmt gleich noch einer. Die letzte Welle kommt ja erst noch. So, du kommst mal raus, mein Kleine. Dann werden wir hier verstärken. Ja, toll. Da stand aber in der Beschreibung von dem Poolreiniger, gives an extra lane. Hier ist keine extra lane. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Jetzt ist hier die Verteidigung weg.
Naja. Okay. Don't panic. Vielleicht kriegen wir das hier hin. Ja, jetzt kommt auch anscheinend keiner mehr aus der Luft. Das war's. Ey, dann haben wir aber echt Schwein gehabt. Also das kann ich jetzt ja gar nicht anders sagen. So, hier helfen wir mal nach. Dann haben wir aber echt Schwein gehabt. Alter Verwalter. So, macht ihn um. Jawohl. Okay. Und wir kriegen schon wieder eine Nachricht. Uiuiui. Hello, this is your mother. Please come over to my house for meatloaf. Leave your front door open and your lawn unguarded. Sincerely, Mom, not the zombies. Wenn ihr glaubt, ich lasse die Tür auf und bin so blöd und... Nein. Ach du Scheiße, nee. Why did it get so dark of all a sudden? This can't be good. Oh well, hope you survive the night. Ja, das hoffe ich auch, aber bevor ich jetzt hier weiterklicke, ihr Lieben, das werden wir beim nächsten Mal versuchen. Und bis dahin, eure Trin.